Also mit den. Ich unterhalte mich aber nicht im Chat, nicht im Also mit Team. den. Ja, mit Discord. Ist ja in Ordnung. Das war ein teurer, das war ein teurer Spaß. Wir können natürlich auch Kio fragen, was er will. Ja, der kann bei mir hier auf den Stream und kann sagen, welches Level, aber nee, kann er nicht, weil Lokoi kann die Level auswählen, also muss Koi das entscheiden. Wollen wir in die Schule gehen? Immer doch. Hey Kio. Aber das Lustige ist, das Viech war wirklich schnell. Nehme er den allgemeinen Chat. Hier nämlich abgehauen. Schneller gewesen als ich. So, erstmal wieder Sachen kaufen, damit ich wieder. Hilfe im Besitz. Dann ziehst du uns. Nein! Erstmal wieder zwei. Uns ärgert. 1, 2, 3. Was will ich euch sehen und euch ärgern? Ich zock grad nebenher. Ja, das kann man machen. Und was? Geil. Okay. Ich hab's wieder ausgegraben und gefunden. Ja, keine Ahnung, wenn wir Ente an den Start kriegen, dann können wir natürlich noch hingehen und können nur mal eine Runde Gartic Phone spielen oder so. Wärst du da dabei? Das läuft per App, gell? Nee, per Browser. Per Browser? Jetzt, ich hab gedacht, da braucht man eine App dafür. Per Browser, ja, dann können wir das eigentlich machen. Aber wir werden jetzt. Also eine Runde ballern wir noch. Aber dann will ich das gleich mal vorschlagen, okay? Jo. Alles klar. Leute. Okay. Mein Plan sieht folgendes vor. Wir ergeben uns jetzt richtig böse. Highschool, perfekt, fortgeschritten. Naja, direkt Profi, ey, was los? Und, ja, okay, mach ich kein Thema. Genau, damit es auch Spaß macht, ja. Haben wir genügend Feuerzeuge? Feuerzeuge sind schon drin. Okay. Er arbeitet daran, alles wieder reinzutun. Dann bin ich gleich wieder so arm. Mich. Fehlt jetzt überhaupt noch irgendwas? Gleich nicht mehr. Bin grad durch. Jetzt fehlt nichts mehr. Ich hab alles reingetan. Gute Sache, wir haben vollen Van. Also der Vorschlag ist, wir geben uns jetzt böse mit der Highschool, sterben hart und also ich möchte gerne nicht sterben. Nochmal alles verlieren finde ich nicht gut. Ja, das stimmt allerdings. Ja, bei Versicherung. Profi zahlt die nicht. Also bei Profi zahlt sie gar nichts und bei Fortgeschritten zahlt sie 25% und bei Anfänger 50%. Oder ja. Ich glaube, oder 75 und 50 und nichts. Irgendwie so. Also ich weiß es gerade nicht mehr 100%. Auf jeden Fall bei Profi kriegst du. Mein Vorschlag wäre, X. dass wir jetzt einfach hart sterben gehen und danach. Wie mal eine zivilisierte Runde Gartic Phone. Eine zivilisierte Runde, das glaubst auch nur du, Nox. Ja, das bedeutet, ich mach dann einfach den Musik, ich mach dann einfach den Stream wieder aus. Ja, das du meinst, war so du hast der Angst, dass wieder die NSFW-Anspielungen kommen, oder wie? Ja, oder dass sie auch nur so verstanden werden, ja. Da sind manchmal ganz humane Dinge einfach gesagt worden und nichts passiert. Voll, starte mal. Ja, ich wollte es nur euch aussprechen lassen, weil im Ladebildschirm hören wir uns nicht. Ah ja, das ist eine gute Idee. Trotzdem ist da jemand ein Hochstapler. Ein Hochstapler? Ich bin ein Hochstapler. Das Spiel lädt. Wasser auf. Achte auf entfernte Geräusche. Ich höre einen Zug im Hintergrund. Das ist ein entferntes Geräusch. Da? Ah. Hi. Hi. Wartest du schon lange? Ja. Verdammt. Okay, ich. Ja, nee, wenn ich jetzt wieder meinen Rechner auf Leistung. Dann geht er, dann hören wieder meine Zuschauer mein Gebläse vom Prozessor. Wenn ich den Laptop auf Leistung trimme, damit er schneller wird, dann fühlt er sich immer an wie so ein Helikopter. Jetzt weißt du, warum ich
auf den Laptop verzichtet habe und lieber einen normalen PC genommen habe. Zum Beispiel. Ja. Bräuchte einfach nur ein gescheites Mikro. Wäre das auch kein Problem. Dann könnte ich nämlich solche Nebengeräusche einfach ausfiltern. Du meinst so Nebengeräusche wie Kami spricht? Nein. So wie wenn ich meinen Laptop auf Hochleistung drücke. Aber wenn ich jetzt hier. So, jetzt. Jo, mein Fassmo hat sich selbst beendet. Wunderbar, dann machen wir nochmal. Oh. Oh nein, es hat. Okay. Nevermind. Oh, wieder da. Es hat funktioniert. Hey, es hat lange gedauert. Es war alles weiß gerade und hat gesagt, hier möchten Sie das Programm beenden. Nein, eigentlich. Oh nee, ey. Kommen Sie dem Geist während einer Jagd, ey. So. Jetzt lassen wir mal den Laptop hier wieder auf Turbo laufen. Das bedeutet, jetzt wird er anfangen zu fliegen. Geist während der Jagd. Oh, Kerze ausblasen, Kruzifix. Heimsuchen. Und yum, 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 yum. Wie heißt der Kerl? Joseph Brown. Joseph Brown. Let's fucking go. Ja, wer klaut sich eigentlich jedes Mal EMF und Temperatur? Ist ja schlimm. Also ich hab nur Temperatur. Ich nicht. Ich hab Tempi und Boxy. Hier weißt du was, ich nehme jetzt aber was anderes mit. Ich nehme jetzt mal so ein Parabolmikrofon mit, Alter. Dann spricht er mit dir. Dann schneller. Unheimliche Nebengeräusche passen doch zum Ambiente von Phasmo. Das ist richtig. Damit wir die nicht wieder vergessen. Sowas willst du mitnehmen? So, Kopfkamera. Ja, Leute, warum hau ich eigentlich Kopfkameras ohne Ende rein, die scheiße teuer sind und keiner zieht die auf? Komm jetzt hier, steh jetzt hier mit tadelndem Finger. Kopfkamera aufsetzen. Hab eine, ich bin unschuldig. Einem fehlt eine. Oder bin ich selbst? Nein. Ich hab keine auf. Ja, auf ich zurück zum Truck. Zurück zum Tag. Ich habe aber was mit meiner Parabolantenne empfangen. Das kommt von hier, aus der Richtung von, wenn du links nach links gehst, direkt vom Eingang. Ich werde mich so hart verlaufen hier drin. Könnte hier sein. Seid schon da drin. Das waren nur die Ratten. 3 Grad, Erdpost. Leute, wir haben. Oh nein, wir müssen. Wir müssen die Heizung anschalten. Weiß jemand, wo sie ist? Unter der Treppe? Ja, dann, Ras Drago, hoppel mal weiter. Wo hoppelst du denn hin? Leute. Oh, ich hab das Ding tatsächlich. Oh, Thermometer, da unter der Treppe, okay. Eierbettchen, oh, okay, dann wünsche ich dir ein gutes Nächtchen. Schlaf gut. Telefon! Geh dran. Kommt von hier. Treppe hoch. Bitte. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Das Telefon war hier. Nee, wir suchen gerade den Anschalter von der Heizung. Das ist unter der Treppe. Nein, da hinten nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Durch den Flur, durch den ich nicht durch will mit dir. Ist das nicht hier unten gewesen? Und der ist auf der anderen Seite, okay. Nox, wo bist du? Hier war wieder was. Nox? Ja, hier ist Nox, Nox. Wo bist du? Oben ist an, ja, oder? Nox, wo bist du? Nox, wo bist du? Also hier in der Ecke ist auf jeden Fall, ich weiß noch wo nicht. Wo bist du? Genau, oben oder unten. Weil das klingelt vorhin knapp. Wie alt bist du? Okay. Nox, welche Ecke? Ich bin hier in der Ecke, aber hier ist nichts. Wo bist du? Bin nach rechts gelaufen. Wo bist du? Aber ich dachte, ihr seid nach rechts. Wo bist du? Wie alt bist du? Basketball, hallo. Jetzt 8 Grad. Hier ist ein Telefon. Wo bist du? Hier auf dem Tisch ist ein Telefon. Und wie alt bist du? Aber unten war es kälter.
immer dran denken, das dauert auch ein bisschen, um sich aufzuheizen. Umso größer die Location, umso länger dauert das Aufheizen. Wo bist du? Wie alt bist du? Bei dir jetzt oben? Ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Es ist der, wo bist du, wie alt bist du, Stream hier. Es tut mir leid, ich habe aber leider nur noch das Gerät hier. Komm jetzt mal hoch zu den anderen. War kommt schon auf der Treppe. Wo bist du? Oh, wo bist du? Will er gerade gar nicht. Wo bist du? Smokey! Smoke weed every day. Smoke? Du müsstest eigentlich den Gast abfragen, nimmst du Drogen? Ja, ich brauch Strom. Der Headset verlangt mir verlangt. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du, Koi? Wo bist du? Wie alt bist du? Welchem Raum hat denn das Telefon geklingelt, Leute? Ich hole jetzt noch Mester. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo hat denn das Telefon geklingelt, Leute? Wissen wir nicht. Wisst ihr nicht. Das muss eigentlich hier in dem Raum gewesen sein. Also in einem Raum auf jeden Fall, das klingelt von oben. Wo bist du? Also unten ist auch viel zu warm. Also unten ist auch wie alt bist du? Wenn die Treppe hochkommst, direkt geradeaus, der Raum ist ein Telefon. Ja, wo bist du? Ist auch ein Telefon. Gib uns ein Zeichen. Unten war auch ein Telefon. Ja, aber das war ja da, wo es geklingelt hat und das kam nicht von. Wo bist du? Kam definitiv von den Treppen vor. Aber in dem Raum sind es 18 Grad. Wie alt bist du? Die Frage ist halt, wie gut ist das Spiel? Kommt der Sound dann von den Treppen oder kommt der vielleicht einfach nur aus wo der bist Richtung? Du? Das könnte auch da so bei der Treppe unten um die Ecke sein. Also ja, gute Frage. Treppe runter kommst du. Wie alt bist du? Vielleicht. Ich komme mit einer Frau um die Wo bist du? Frau Lichtlampe. Also Leute, ich bin jetzt alle Räume abgelaufen hier in dem Gang und er will mit mir nicht reden. Oh no. Gib uns ein Zeichen. Gib uns die drei Fragezeichen. Genau, gib uns die drei Fragezeichen. Oh, das fand er nicht lustig. Lass mich rein. Ich auch rein. Ich weiß nicht, wie das geht. Leute, bin ich offen, noch zu. Ich glaube, er ist unten, oder? Ah, er ist hier direkt an der Tür vorbei. Ich wollte gerade sagen, er ist hier direkt vor der Tür vorbeigelaufen. Aber auf jeden Fall gehört. Ich denke, er ist unten, weil er hat ewig gebraucht, bis wir überhaupt Schritte gehört haben, als er gehandelt hat. Er muss unten sein. Der kann auch von der ganz anderen Ecke kommen. Ja, ich denke, aber er, der ist unten, so wie sich das angehört hat. Keine Ahnung, ihr habt die Thermometer. Also, Leute, ihr müsst suchen. Ja, also. Ja, wir schauen schon. Aber da, wo wir denken, dass es ist. Ox, ja. Wir machen das systematisch. Komm mal mit mir auf die andere Seite. Warte mal, ich wollte jetzt mal kurz nach Fingerabdrücken schauen. So, nach Fingerabdrücken?
Okay, ich hol mir jetzt ein Thermometer. Ich hol mir jetzt ein Thermometer von draußen. Ich hab gar keins dabei, falls du das wolltest. Oh. So. Leg erstmal hier ein Buch hin. So. Legen wir mal hier. Und nehm das Räuschding, leg ich auch hier. Und jetzt hol ich mir mal andere Sachen. So, dann gucken wir doch mal. Schauen wir mal. Wir haben hier. Wir haben. Wow! Leute! Ihr müsst dem Geist ganz schön ausgesetzt gewesen sein. Ihr seid alle unter 20. Alle Sanity-Pillen nehmen. Hast du 6 Grad gefunden, oder was? Haben jetzt einen Raum gefunden. Meist irgendwas hin. Hami geht jetzt bestimmt drauf. Meist irgendwas hin und komm raus. Ich weiß nicht, wo ich hin. Jo. Alter. Ich weiß nicht, wo ich. Sterben, er hat ja. Aber vor allem, wenn sie jetzt die ganze Zeit auf dem Mikro rumdrückt, um mit uns zu reden. Weil das Kratzen hört der Geist. Ja, aber. Sie wird schon merken, wenn ihre Lampe flackert. Ja, Kami ist jetzt bei 0. Aber sie lebt noch. Hey Kami, was ist los? Kami ist tot. Kamis Punkt ist nämlich nicht mehr da. Doch, Kami. Wo war sie denn zuletzt? Sie war zuletzt gegenüber von dem Strom. Also in dem Raum rechts, vom da wo der grüne Stromkasten ist, rechts in dem Raum daneben. Ah, okay. Was mich ein bisschen wundert, das wäre nämlich unten. Wo der grüne Kasten ist. Rechts daneben im Raum. Oben oder unten? Hä? Rechts neben. Also weißt du, ob das der obere dritte. Ist oder? Der dritte von rechts oben. In dem war sie drin und ist verstorben. Ja, ja und weißt du, ob das obere oder das untere Geschoss ist, meine ich. Das ist das untere Geschoss, weil da ist der Stromkasten. Okay. Was ja, gut, wir noch ich nehme jetzt mal so eine Kerze mit. Ja, stimmt, wir müssen eine Kerze zum Ausboosten. Aber erstmal müssen wir aber erstmal. Wir müssen aber. Damit. Leute, wir müssen aber trotzdem erstmal den Raum finden. Ohne den Raum macht das alles keinen Sinn. Ich brauche noch was. Ja, wahrscheinlich hat sie ihn gefunden. Ich nehme jetzt noch was Thermometer mit. Das war ist jetzt rechts. Ich glaube, ihr habt alle eure Pillen. Müssen auch endlich mal zusammen spielen. Ja, TV. So ja. Auf der Seite der Stromkasten? Der ist hier unter. Na ja, gut. Dann kann die Leiche nicht weit sein. Hier. Yeah. Habt ihr sie schon gefunden?
Wir können wieder. Jo. Ach, und Tiffy, schön, dass du hier bist. Freut mich. Echt cool. Ich glaube, ich hatte dich noch nie bei mir gesehen. Jetzt. Seid ihr ja doch wieder hoch. Ah, du bist hochgerannt. Alter, dieser Stress, ey, dieser Stress. So, wo? Ist hier die Leiche? Hier drin? In dem Raum, oder was? Ja. Haben wir auch schon fotografiert. Aber hier sind 21 Grad. Also hier ist nicht der Geist gewesen. Hier ist nicht der Geisterraum. Hier haben wir 14 Grad im Gang. Hier klingelt. Jetzt hier. Hier ist 16 Grad. Das ist es auch nicht. 14 Grad. Muss dann noch ein bisschen weiter sein. Was hier drin? Nee, 17 Grad. Meinem Geburtstag hast du mal reingeschaut. Das ist natürlich auch sehr cool. So, aber wo ist der? Ah, dann ist er da nicht drin gewesen. Aber der Geisterraum ist immer noch hier. Ist er vielleicht ganz hier außen? Ja, Mist, ja, ich habe gerade, ja doch, hier. Minus 9 Grad. Oh, hier, minus Leute. 7. Minus 9. Gut, ja. Wir haben den Geisterraum zumindest. Oh. Ja, und der Hand ist schon wieder weg. Ja, und er ist hier in dem Raum. Oh, nicht gut. Ja, wer ist gestorben? Oh. Sie. Ja, warte, kann ich instant fotografieren. Ich hätte es auch fotografieren können, während sie stirbt. Ich wollte mal gerade sagen, wer hat denn gerade die Tür zugemacht von euch? Er handelt gerade, wir sind im Geisterraum und ihr macht die Tür zu. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Erstmal raus hier. Das war ich. Das warst du. Weil ich wollte nämlich rausgehen und denk mir noch so, hä? Die Chance dafür wäre da gewesen. Auch. Nox, nur mal so als Info. Rennen macht den Geist aggressiv. Ah. Dementsprechend, du rennst nie. Oh fuck. Hatte ich jetzt mal Glück. Ich hab nämlich den Raum ohne Tür erwischt. Verdammt. So ein Rotz. Max, lebst du noch? Ja, gut. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Mich feige verstecken bin ich. Ja, ich bin raus, rein zufällig in den Raum gelaufen, der keine Tür hatte. War sehr gut. Not bad, not bad. Ja, ja. Eine meiner besten Aktionen bis jetzt. So, ich hab schon mal ein Buch.
gerade stark von einer sehr lowen Sanity. Also er war gerade noch oben am Treppenabsatz. Ich weiß ja nicht, wo du gerade pimmelst. Pimmel in einem Raum, alles gut. Ja, Seli, grüß dich erstmal und ja, wir machen es sehr spannend. Also wir sind auch noch zwei Überlebende. Ne? Ja, kein Thema. Das, okay, draußen stehen noch Pilze. Ja, ja, ich hol mir dann gleich welche. Lass mich jetzt erstmal das Buch da reinwerfen. Danke. Halb ins Buch! Fuck! Okay. WTF, du lebst. WTF, ich leb nicht mehr. Yay, alles. Ja, meine ganzen Sachen verloren. Kacke! So. Ja, Hutz, ich glaube, du hattest noch was von dem Geist der Buch erwähnt, in das reingeschrieben wurde. Nein, ich habe nicht was von einem Geisterbuch erwähnt, in das reingeschrieben wurde. Ich habe nur ein Geister. Ich habe nur ein Buch hingelegt, aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, ob reingeschrieben wurde. Schade. Einpacken und abhauen. Nein, wir haben ja gar nichts. Nicht einpacken und abhauen. Dann können wir auch gleich, können auch gleich alle stellen, weil ja, ich. Aber überhaupt nichts. Aber ja, wir haben doch, wir haben entkommen dem Geist während der Jagd. Wir haben eine Sache. Ja, aber die Sache ist die, ich bin eh schon verstorben, jetzt kannst du auch noch weiterspielen. Weil du hast eh nichts reingebuttert. Meine ganzen Sachen sind da drin. Jetzt mach's weiter. Mach weiter. Falls du meinem Stream zuhörst, mach weiter. Ist zwar cheaten, aber... Stimme aus dem Grab. Er kann mich hören, weil er meinem Stream zuguckt. Und irgendjemand schmeißt mir die ganze Zeit hier auf den Rechner die. Lachen so. Ich habe versucht, einen Geisterorb ausfindig zu machen, wenn da. Voll der Cheater hier. Ja, ich kann auch nichts dafür. Ich vor allem, ist mich ärgert so, dass dieser eine Faktür. Ich hab's ja nicht mehr zubekommen. Ich hab gerade das Buch reingeworfen und dann fängt er an zu anten. War halt tödlich. Das war richtig doof. Kann halt hier nichts sehen, aber doch. Oh, Geisterbuch! 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 Er hat Dai reingeschrieben! Er hat ins Buch geschrieben. Okay, dann haben wir ja schon zwei Sachen. Ja, ich würde sagen, das Wahrscheinlichste ist, dass entweder eine Ebene 5 ist oder noch mal eine Geisterbox. Also Gefriertemperatur und Geisterbuch haben wir. Scheiß Kerze ist ja immer noch an, ey. Dämon oder Jurai? Okay, Dämon.
Dämon ist Geisterbox. Jurai ist Geisterorb. Jurai sein, einfach deshalb, weil ja, also Dämon oder Jurai? Dämon oder Jurai? Okay. Sind nur noch die zwei. Geisterbuch haben wir und wir haben Gefriertemperaturen. Gut, wo bist du? Ich bin hier. Ja, da, gut. In der Nähe von der Nähe vom Geisterraum. Ja, das hat damit. Zeig dir zwei davon. Also, wenn der jetzt noch Geisterorb sind, ist es ein Jurai. Ja, aber dafür müsste man erstmal Geisterorb sehen. Und wir als Geister sehen keine Geisterorbs. Ja, ich weiß. Zieht nur her. Aber ja. Eher, ja. Nee, das große Problem ist. Warte mal, wo ist denn überhaupt. Nee, da hinten in die Ecke müssen wir. Das große Problem. Der ist da hinten in die Ecke gelaufen. Nee, der Geist ist aber da unten. Also, Nox ist da hinten in die Ecke gelaufen. Ja, das kann gut. Es kann natürlich sein, dass der Geist gerade huntet. Dementsprechend muss er ja weg. Aber, ja, aber nee. Als ich vorhin hier drin war, war minus 9 Grad und hier das, der Geist tritt das Buch durch die Gegend. Und hier steht die. Ja, also ich denke, safe ist es ein Jurai, einfach aus dem Grund, die beiden Sachen sprechen für ein Jurai. Und wenn wir das letzte noch Geisterorbs haben, dann ist es eigentlich safe ein Jurai. Also ich bin sowieso. Ja, aber wir wissen ja nicht, ob wir Geisterorbs haben. Es könnte auch Geisterbox sein. Ja, das muss Nox sagen. Ja, das könnte auch Geisterbox sein. Ja, das glaube ich nicht. So nicht? Ich denke, das ist. Ich denke auch noch, dass es ein Jurai ist, weil. Weißt du noch am Anfang, als du gesagt hast, ey, ich weiß nicht, was du. Ganz am Ende des Ganges. Weißt du noch am Anfang, wo du gesagt hast, ey, ihr habt irgendwas so hart gemacht, wir haben null auf. Wir haben sehr wenig Sanity. Das ist ein Trade von einem Jurai. Und ich dachte mir, yo, warum nicht? Das würde halt Sinn ergeben. Handelt sehr viel, er ist ein hasserfüllter Geist und unsere Sanity ist am Arsch gewesen, schon von Anfang an. War das hier? Ja, gut, das könnte natürlich sein. Nee, erster Raum, ganz erster Raum. Ganz am Ende. Wo ist er denn jetzt? Ich brauche erstmal was zum Werfen. Am Ende des Ganges. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Denke, da fängt das Problem an. Bei was? Wo will er denn jetzt hin? Ich glaube, er holt was. Er wird Zeugs holen wahrscheinlich. Ich will so schön, wie wir alle auf diese Ecke hacken. Oh, du hast dein Buch verloren, nimm das Buch mit. Sehr schön. Wichtig ist, dass er die Box findet, die direkt am Eingang liegt. Zwar nicht an dem Eingang, sondern am anderen, am Seiteneingang. Seiteneingang. Nein, er rennt schon wieder weg. Weil ich hab. Dein Scheiß Ernst, am Seiteneingang? Ja, klar, da habe ich eine Box hingelegt. Ich leg immer Sachen dahin, wo es in der Nähe ist. Hier. Ich leg dir hier ein Buch dazu. Warum habt ihr alle Bücher gefunden? Ich finde nichts zum Anfassen. Jörg, nimm doch mein Buch, ich nehme mal was Neues. Nein, er geht zum falschen Seiteneingang. Wir haben keine Ding mehr davon, ob es wann er huntet. Wir haben alle keine. Oh doch, es huntet. Ah, ich weiß, was ich mir hole. Ich hole meinen Ball. Haha, ich will einen Ball. Ich will einen Ball. Oh. Oh. Kann ihn hören? Will ihn sehen. Oh, da ist er. Oh, er ist dick. Er ist hässlich. Er hat eine Axt. Oh, nee, er hat ein Fleischermesser. Alter, und er ist schnell. Meine Güte, ist er schnell. Fuck. Er ist dick, er ist hässlich und er geht nach oben. Okay. Okay. Bleib hier. Meine Fresse, ist der schnell? Was haben die mit den Geistern gemacht? Warum sind die so flott? Kannst du hier gar nicht mehr wegrennen vor denen. Alter! Wow! Okay, Leute. Das finde ich nicht geil. Wenn die wirklich so schnell sind, dann kannst du ja nicht mal mehr wegrennen. Ich bin gerade gerannt und ich bin nicht hinterhergekommen. Was ist denn du, Hutz? Warum? Ich bin im Hinter.
bin dem Dicken, ich bin dem Dicken hinterher gelaufen. Weiß nicht, ob das Sinn macht, ey. Doch. Also ich bin immer noch dafür, dass es ein Jurai ist. Also ich war jetzt auch mal während der Hand in seinem Raum und hab auf den EMF geschaut, das war 4, das allerhöchste. Und es kann auch kein 5er mehr sein wegen dem Buch. Nein, EMF ist ja auch ausgeschlossen. Das einzigste, was es noch sein kann, ist Geisterbox oder Geisterorb. Das sind die einzigsten zwei Sachen, die noch gehen. So, ich hab einen Ball. Jo, und da ich diese Scheiße nicht finde, weil die sonst wo rumliegt... Alter, warte, ich komm raus. Wo bist du? Lass die doch mal ein paar Eier wachsen hier. Angsthase, du. Ja, oh Gott, du verletzt Max und eben. Gibt mir wenigstens überhaupt irgendwas, weil alle sterben, kriegen wir gar nichts, oder? Wo bist denn du? Ben. Sag ihm mal, dass er mal. Haben wir keine. Wir haben doch hier noch eine Videokamera. Stell doch eine Videokamera rein, guck nach Orbs. Ja, die Sache ist, also, Nox, Tipp. Gebe dir einen Tipp. Du hörst mich ja. Gehst auf der Seite, die ungefährlich ist, einmal komplett durch auf die andere Seite. Und dann gehst du an der Stelle, wo das Geisterzimmer ist, wieder rein. Dann musst du nicht durch das Haus. Wer? Und bist auf der sicheren Seite, wo das durchläuft. Und auf der linken Seite, Seiteneingang, ist die Geisterbox. Und du kannst ihm auch sagen, dass er hier doch eine schöne Kamera ist und dass er die Kamera aufstellen soll, um zu gucken, ob da Geisterherbs sind. Ja, ich würde. Warte mal. Welches von beiden ist was? Jurai ist. Jurai ist Geister. Herbs. Stimmt. Jurai wäre Geisterorbs. Jurai wären die Orbs und der Dämon wären die anderen. Ich bin aber irgendwie so der Meinung, der Dämon passt. Der Dämon passt. Dämon? Was macht denn der Dämon? Einfach wegen mega aggressiv die ganze Zeit und richtig schnell auch noch. Noch sehr viele Hand. Kurz ordentlich Sanity eigentlich, die ich ja eben hatte. Was? Nein, der Ball! Also, wo der angefangen hat zu handeln, hatte ich locker noch 50%, ey. Ja, und jetzt hast du? Tja, da spricht für den Jurai. Jurai! Weiß ich. Also, wie gesagt, mein Tipp ist: Lauf außen rum. Dann fahr zu, dann mach zu. Jeder trägt das ein, was er meint. Ich mach Jurai. Weil. Mir ist es egal. Ich habe eh mal alles verloren. Die 50 Dollar, die ich zurückbekommen würde durch Jurai. Ja. Ich hatte recht mit dem Jurai, juhu! Ha. Ich hatte von Anfang an gesagt, es ist ein Jurai und ich hatte recht, yay! Ja, aber hat trotzdem nichts gebracht. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Oh, armer schwarzer, nee, armer brauner Hundi. Rothundi, nee, wir können dich ja gerne da demnächst sponsern, aber ich hätte jetzt gesagt, wir gehen nochmal zurück zu Pio in den Discord und gucken mal, ob wir eine Runde Gartiform spielen, ha? Ja, Mann, da bin ich auch für, weil die Geister, die haben mir jetzt den letzten Nerv geraubt, weil ich zweimal umgekommen bin als Erster und ich könnte kotzen. Frage ist, wo ist Koi eigentlich? Mal ganz zipfig ist. Koi steckt hier drin. Ja. Leute, ist das... Siehst du nicht? Das zweite Gesicht, das aus seiner Brust entspringt. Aber Leute, ich kaufe gerade alles nach und das kostet gerade so viel. Ich hatte am Anfang 4000. Jetzt, nachdem ich alles nachgekauft habe, habe ich halt nur noch 2. Das hat mich jetzt gerade 5000 hatte ich. Das hat mich jetzt 3000. 3000 Dollar gekostet, diese zwei Runden. Oh nein, er hat virtuelles Geld verloren. Ja, das Problem ist, ich kann halt nichts mehr reinsetzen. Das bedeutet, irgendwann muss ich mal wieder gewinnen. Sonst bin ich pleite. Sonst spielt man nämlich irgendwann nur mit dem Standardausrüstung. Und das ist ein bisschen wenig. Na gut. Aber das ist doch schön. Das macht doch dann richtig
Gut, ich hätte Standardausrüstung und ganz viele Feuerzeuge noch. Also Feuerzeuge habe ich ja genug. Feuerzeuge, Premium. Ja, trotzdem würde ich jetzt sagen, Gartic Phone. Ja, ist ja in Ordnung. Dann, dann lassen wir das Ganze und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei den Zuschauern für die fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern. Kein Erfolgserlebnis so, von waren die auch nicht, wir waren nur schlecht. Kein Erfolgserlebnis von meiner Seite, zweimal gestorben, viel Geld verloren. Aber gut, was soll man machen? Tut mir so leid. Ja. Ja gut, du hättest es ja auch nicht mehr retten können. Was tut dir leid? Ihm tut alles leid. Ihm tut immer alles leid, dass er mich getötet hat. Ja. Nein, er hat mich nicht gerettet. Er hat sich nicht schützend vor mich geworfen, als der Geist vorbeikam. Nein, alles gut. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns morgen wieder. Was ich dann spielen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch gleich, je nachdem, ob die... Ja. Hast du Kami noch gemutet? Das gute Gartic Phone, wieder... Naja, so, not safe for work oder safe for work sein wird. Ja, ich habe Kamira auch noch gemutet, also kein Problem. Ja, gibt es mir schon, ey. Ja, alles gut. Du musst dich mal im Discord wieder entmuten, damit das nicht so mega zeitverzögert über den Stream zu hören ist. Ja, ist ja in Ordnung, dann tue ich mich halt mal wieder entmuten, auch in Discord. Und dann war's das. Rothundis Gaming Area und Hood Sorrow Knights sagen gute Nacht und auf Wiedersehen. Au!